Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Remastered Replay Cast Nummer 114. Wir haben einen weiteren deutschen Spieler im Angebot. Wir haben einen weiteren Zerg. Und das hier in Braun, das ist Dash Rider. Stefan Kalweit, durchgesagt deutscher Zerg-Spieler beim Team Pro Gaming. Er war nie der Champion, hat es leider bei ihm leider nicht dazu gereicht. Er hat sich mehrfach an zweite Plätze herangekämpft, aber ihm war es nie gegönnt, den ersten Platz bei was zu belegen. Also bei was wirklich Großem. Ja, sein größter Erfolg soweit war die Qualifikation für das WCG-Hauptturnier, und zwar im Jahre 2006. Da wurde er zweiter Platz in der deutschen Qualifikation und dadurch ist man eben auch für die Haupt-WCG qualifiziert gewesen, und da hat er sich dann noch durch die Gruppenphase gekämpft, aber in der Bracket Round ist er dann auf Julai Zerg getroffen, einen richtig starken Koreaner, und gegen den ist er dann leider rausgeflogen. Ja, ansonsten, seine Karriere war auch relativ frühzeitig beendet. Er hat ja sein Retirement so in etwa 2008 angegangen, hat allerdings immer wieder mal weitergespielt, also für ihn gibt es tatsächlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum trotzdem noch Replays. Er ist da immer noch gelegentlich aktiv, er mag sein Bruder immer noch ziemlich gern. Ich habe mal ein paar Replays von ihm bis 2013 gesehen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß leider nicht mehr, wie aktiv er spielt. Ja, war eben auch im deutschen Team mit dabei und eben hat bei Clan Wars im Team Pro Gaming mitgezockt. Ja, sein Gegner hier ist ein Terraner in Violett. Das hier ist Daze. Und das ist ein schwedischer Terran, und zwar im Zeitraum 2005 bis 2007 einer der stärksten europäischen Terraner, die es überhaupt gegeben hat. Jens Christian Björk hat tatsächlich auch sich lokal ein bisschen beweisen können, denn er hat eine Dreamhack gewonnen, die Dreamhack Summer 2004, und dann noch zweimal einen zweiten Platz belegt, einmal in der Dreamhack Summer 2006, einmal in der Dreamhack Winter 2006. Kleiner Fun Fact hierbei noch, die Dreamhacks damals haben eine Preisgeldaufstockung bekommen. Und zwar zum Jahr 2006 nämlich. Da war das 10-jährige, einfach zum 10. Mal ausgetragen wurde, ob es das 10-jährige Jubiläum der Dreamhack war. Auf jeden Fall, zu diesem Anlass hat man die Preisgeld erhöht. Ich weiß nicht um wie viel, aber ich kann so viel sagen, das Gesamtpreisgeld für das Boudoir 1v1 Turnier belief sich auf etwa 1500 Euro. Also es waren 15.000 schwedische Krone, und der erste Platz davon hat 900 bekommen. Also 9000 Krone. Ja, das waren die Boudoir-Zeiten. 2006, 13 Jahre her. Das waren die Anfänge des E-Sports, und eben da hat man schon auch. 2006 war schon das aufgestockte Preisgeld. Ich weiß leider nicht, es gibt keine Dokumentation, wie es in Dreamhacks in den Jahren davor war. Dreamhack damals war auch noch sehr, sehr lokal angesiedelt, war hauptsächlich in Schweden unterwegs und eben auch ein sehr regionales Turnier, wo sehr viele schwedische Spieler mitgespielt haben. Heißt, wenig internationale Beteiligung. War einfach auch schlecht möglich, denn die Reise nach Schweden war teurer als das Geld, das man sich hätte verdienen können, wenn man da hingegangen wäre. Daher war es für die meisten nicht so wirklich sinnvoll, da sich für ein Turnier einzuschreiben. Ja, die beiden tragen hier ein TVZ auf Gorky Island aus. Man sieht hier auch einiges an Observern mit im Spiel. Ich weiß nicht, woher das Replay stammt. Nur, dass es Patch 1.12 ist. Und wir haben hier tatsächlich eine interessante Taktik, nämlich den Doppel-Leertag hier gerade von Dash Rider. Natürlich, das hier ist eine Inselkarte, das heißt, man möchte schnell die Overlord-Drop-Upgrades haben. Zum einen das Speed-Upgrade, zum anderen das Drop-Upgrade, heißt Doppel-Leertag, kann natürlich doppelt erforschen. Wenn das dann aber auch Hydra dann mit am Start, auch mit dem Upgrade hier für Hydra-Speed. Somit natürlich der Zerg möchte schnell aggressiv werden, das sagt sein Opening hier schon mal aus. Erster Layer ist fertig, der zweite wird tatsächlich auch durchgezogen, wie es scheint. Ist natürlich mehr Gas-Investment, aber Zerg muss irgendwas tun, denn er möchte ja eigentlich ja recht schnell expandieren. Und das ist auf einer Inselkarte nur sehr, sehr schwer möglich, weil man eben hier oben eine Expansion hat, wo man hinfliegen muss. Man sieht beim Terraner, da gibt es wesentlich weniger Probleme, denn der ist einfach den Highground hochgeflogen mit seinem Command Center. Baut da jetzt freundlich SCVs und denkt sich, ja, mir geht's gut. Und bei dir so. Entsprechend haben wir auch schon den Tech weiterentwickelt auf beiden Seiten. Wir sehen, Machine Dock kommt mit dazu, Armory kommt mit dazu und auch schon der Starport. Währenddessen produziert die Factory gerade einen Machine Shop. Und damit geht es dann auch Richtung Siege Tanks. Was der Terran natürlich richtig schön hat. Mal sehen, wie es mit dem Timing rauslaufen wird. Ich denke, der Zerg wird noch Möglichkeiten haben, hier rein zu droppen. Aber an sich, der Terran bereitet sich schon auf richtig, richtig harte Defense vor. Man sieht hier Siege-Modus und Siege Tanks. Das heißt, hier soll gebunkert werden. Und das funktioniert auf so einer Map natürlich richtig gut.
dann ausladen in Panzer rein, das ist immer eine sehr, sehr schlechte Idee. Vor allem mit so Einheiten mit wenig Hitpoints, wie es Hydras nun mal sind. Und mal sehen, wie viel Erfolg dann hier Dash weiter mit seiner BO haben wird. Ich stelle gerade fest, mein Ingame ist wahnsinnig, wahnsinnig laut. So kann es sein, dass meine Stimme jetzt gerade auch runterfährt, weil das ist tatsächlich mir die letzten Wochen eher aufgefallen. Wenn mein Spiel laut ist, schreie ich auch selber lauter ins Mikrofon und versucht wirklich dagegen anzukämpfen, obwohl es eigentlich separat aufgenommen wird. Ich kann sowohl die Lautstärke meiner Stimme als auch die Lautstärke des Spiels beim Schneiden dann separat regeln. Das ist überhaupt kein Thema. Aber einfach bei der Aufnahme selber wird man dann automatisch lauter. Ja, wir haben hier noch das Range Upgrade für die Hydras, Groove Spines und da kommt eben auch schon der Loader. Zwei Overlords werden besetzt mit Hydras, eine letzte Hydra kommt noch mit dazu, bam, zwei Overlords voll und dann geht's auch schon rüber. Speed Overlords mit Drop, dafür eben der Doppel-Lair-Tag, um diese BO durchziehen zu können, natürlich sehr, sehr viel investiert und damit möchte man natürlich Schaden machen. Die Frage ist, wie viel kann man wirklich tun, denn es sind schon defensive Tanks vorhanden. Es werden auch noch zwei weitere Paladine gebaut, die ersten Missile-Turrets sind auch schon bereit, also hier wirklich, Daze ist vorbereitet, Daze hatte eben auch durch die Barracks die Möglichkeit, das zu scouten, er hat das ganze Opening hier gesehen und sich entsprechend darauf vorbereitet. Trotzdem zieht hier tatsächlich Dash weiter das durch und lädt jetzt hier einmal aus in der Mainbase, Overlord Nummer 1 geht dafür aber auch down und auch die ersten Hydras sterben schon, aber das Missile-Turret ist jetzt erstmal weg und Hydras wollen hier ran an den Panzer, Panzer wird eigentlich komplett counter-repaired und der Panzer hier wird hier fallen, er wird ziemlich low, es wird nochmal gesniped, aber der zweite Panzer, bisher der dritte Panzer sind hier mit am Start. Und gar kein Problem, das hier alles zu halten. So mit Hydras traden zwar ein Panzer weg, aber insgesamt kein guter Trade für den deutschen Zerg. Und Daze hier hält seine Verteidigung sehr, sehr solide. Scoutet hier auch schon nach einer dritten Basis mit dem eBay. Braucht das natürlich nur, damit ich hier Supply Depot, Missile Turrets bauen kann. Wenn das nicht stammt, sieht Hydras gerade noch den Marine. Die Barracks ist hier auch am Rumfloaten gewesen. Okay, die chillt hier gerade durch die Luft. Und der zweite Marine läuft ja auch noch über die Karte. Mal sehen, wie jetzt hier natürlich der Zerg weitermacht. Sein Rush hatte wenig Erfolg, drückte nochmal eine Welle durch, haben wir nochmal ein paar Hydras am Start. Aber hier wird erstmal ausgeladen, ja, hier gibt es eine Expansion, da werden die Drones hochverfrachtet, bis eine erstmal für eine Hatchery und danach noch später fürs Mining. Und es wird der Lurker-Aspekt erforscht, damit könnte es natürlich noch weitergehen. Potenzielle Lurker-Drops in der Economy können immer verheerend werden, aber die Defense hier ist halt wirklich, wirklich stark. Vier gesiegte Tanks, mehrere Missile-Turrets, es ist richtig schwierig hier was zu tun für den Zerg. Und dementsprechend fährt ihr auch erstmal um die Basis herum, sucht vielleicht das der Terran ein bisschen zu greedy, vielleicht kann ich irgendwann einen anderen Winkel reindroppen. Hier wäre noch eine Möglichkeit, wo man relativ entspannt ausladen kann, aber das Problem sind trotzdem vier gesiegte Tanks. Wobei es waren jetzt weniger. Ein Panzer wird wegverfrachtet und zwar mit SCVs. Ich denke mal, hier die Basis soll genommen werden. Und da würden die Hydras perfekt stehen, um das hier erstmal zu unterbinden. Das eine Dropship alleine mit dem einen Attack, das wird nicht reichen an Defense, um hier diese Basis zu verteidigen, also die werdende Basis zu verteidigen. Währenddessen gibt es einen weiteren Machine Shop, also hier die Factory-Produktion für Daze läuft ziemlich rund, er pumpt da einiges ran und hier soll es eben jetzt gleich Static Defense und Format Center geben. Erstmal gibt es Static Defense tatsächlich, erstmal eine ganze Welle an Missile Turrets, Panzer wird auch in Position gebracht, das letzte SCV hier, okay, baut auch doch mal, also 5 Missile Turrets parallel, ist natürlich, muss man sagen, auch ein riesen Investment. Das kostet dem Terraner mega viele Mineralien. Das sind 500 Minerals, die da gerade reingesteckt werden in die ganzen Missile Turrets und generell wie viele Mineralien hier schon einfach auf der Landschaft rumstehen. Das heißt, Bunker-Style hier am Start vom Terran, von Daze und somit, wie ist die Reaktion von Dash weiter? Geht ihr hier auf Economy oder versucht ihr wirklich den Terran zu crushen? Es ist nicht einfach. Die Overlords allerdings halten immer noch Ausschau. Haben jetzt auch zwei Lurker mit dabei. Hier ist eben 3 Panzer. Einige Missile Turrets will hier tatsächlich Dash weiter committen. Er sieht danach aus, er fliegt mal kurz ran und dann sieht er, die Missile Turrets werfen so viele Raketen den Overlords entgegen, keine Chance. Ich höre gerade irgendwo Schaden, ja, Schaden auf diesen Overlord. Der versucht, Dinge reinzudroppen, aber kein Erfolg. Er kriegt einen Ding raus, ja, immerhin. Wenn das längst der zweite Drop ist am Start, hier sind aber 3, 4 gesiegte Tanks. Da wird ausgeladen und da werden die Hydras gleich wieder zerfetzt, denn es die Lurker wollen eigentlich jetzt hier ran an die Panzer und die Lurker stehen hier sommer ziemlich gut. Aber erst Lurker wird ziemlich schnell gesnappt und der zweite hier ist jetzt hier alleine. Keine große Unterstützung an Hydras, die sind alle schon gestorben und da wird wieder alles defended. Somit wirft natürlich hier der Zerg dem Terraner sehr viele Ressourcen gegen und der Link hat seinen Spaß, hat den ersten Killer Missile Turret gemacht, wird auch das zweite hier bekommen, wo er hier mal reinhört, wenn es Tanks kommt. Ja, jetzt hat der Missile Turret geht nochmal mit down. Immerhin der Link war effektiv, aber Problem ist, er ist natürlich auch der einzige Überlebende eines Drops mit 6-8 Zerglingen gewesen, das heißt auch nicht der beste Trade ever. Zerg hingegen nimmt jetzt meine zweite Basis so nach und nach, da werden die Drones verfrachtet. Und wir haben einen Spire mit unterwegs für Air-Units natürlich. Man möchte am liebsten auch die Dropships abfangen mit ein paar Scourge. Denn da kommt jetzt mal der Counter-Drop und zwar 2 Siege-Tanks sind hier geladen.
Er ist momentan alleine, das heißt, er ist nicht viel Unterstützung mit dabei, aber trotzdem, Zeit-Tanks können einiges anrichten. Und hier ist weniger ein Army gerade in der Nähe. Wo zur Hölle ist die Hydras? Nein, die Drones fighten hier gerade selber. Der Tech-Sound ist der gleiche, aber eben die Drones fighten bei weitem schlecht. Man sieht, die Panzer haben gerade den Spaß. Weil jetzt noch schön vom Dropship hier gemicrot, die Panzer nochmal nach hinten gezogen, damit keine Akku mehr auf den Drones, da kann man wieder ausladen, weiterballern. Weil Tanks sind hier ziemlich low, die Drones werden zum eingeladen, um sie zu safen. Die Panzer stehen hinten drin, hinter der Natural. Wir lassen hier Überwachung an der dritten Basis, damit auch ja der Zerg nicht ungehindert expandieren kann oder ungesehen expandieren kann. Jetzt wird eine Army hoch verfrachtet mit ein paar Zergen. Ja, die Panzer gehen einfach in die Mainbase. Und momentan hat hier wirklich gerade der Zerg jede Menge Probleme, das zu verteidigen. Jetzt hier die Mutassen da. Die Mutassen natürlich unangefochten, können sich hier mit dem Dropship beschäftigen und mit dem Panzer. Die Panzer können nicht zurückstellen. Die Panzer haben einige Kills hier gemacht, 6 Kills. Man sieht sie auf diesen. Der andere hatte, glaube ich, auch locker 5-6 Kills. Heißt, da ist nochmal einiges an Schaden rausgegangen. Und dessen jagen die Scourge das Dropship, aber das kommt nach Hause an die Missile Turrets. Das heißt, da können die Scourge weniger rein. Ja, dreht auch um. Aber man sieht, das Missile Turret braucht nicht viel. Mit seinen 20 Damage pro Schuss braucht wirklich überhaupt nichts, um so einen Scourge rauszunehmen. Ja, trotzdem, Overlord hält hier die dritte Basis vom Turn im Blick. Die meint noch nicht sonderlich und nach wie vor das Investment in Static Defense ist groß, muss man sagen. Das hat sich noch nicht geändert. Aber es wird neuer Tech gebaut, nämlich Goliaths. Natürlich schon die Antwort quasi parat für die Mutas. Es kommt auch das Range Upgrade mit dazu, die Charon Boosters und auch die Upgrades für die Mech Units. Also 2-1 ist sie bereits unterwegs, währenddessen hat der Zeugchen Schwung an Hydras, Schwung an Mutas mit einem Overlord. Aber an sich sieht das nicht so toll aus aktuell für der Schweiz. Der ist hier definitiv hinten in der momentanen Situation. Man sieht sie auch deutlich im Supply. Wie sehr Daze davon gezogen hat. Daze macht eben momentan keinerlei Anstalten, aggressiv zu werden. Die Mutas haben hier noch ein bisschen Spielraum. Trotzdem hier natürlich, die Defense steht überall. Man sieht es auch, der eine Goliath treibt hier schon die 4 Mutas weg. Es ist eine richtig schwierige Position und Dash weiter antwortet mit einer weiteren Expansion. Und zwar mit einer sehr abgelegenen Expansion auf der linken Seite, quasi auf der gegenüberliegenden Seite seiner eigentlichen Hauptbasis. Ja, das ist inzwischen mal so eine halbwegs Two-Base Economy, aber so prickelnd ist die jetzt hier auch nicht. Währenddessen verteilen sich ein paar Scourge, um Dropships abzufangen. Mehr Mutas werden gebaut. Aber auch hier ist einfach ein Klumpen an Goliaths. Das ist ein direktes Engagement definitiv nicht möglich. Die Goliaths hier in der Masse. Plus ein Attack auf plus 2 wird bald kommen. Das ist zu viel auf jeden Fall. Es werden mehr und mehr Dropships produziert. Das heißt, irgendwann wird es einen großen Goliath-Drop in Richtung Zerg Mainbase geben. Die Frage ist, wie lange wird das dauern? Wenn das nämlich hier nochmal Overlords. Man muss immer leider manuell checken, welche Overlord was geladen hat. Altes Interface ist halt so. Und wir haben jetzt mal einen vollen Stack an Mutas mit einem heimlichen Overlord drin. Welche Overlord zieht mit? Überwacht das immer sehr gerne, ich weiß nicht, das ist so eine Kleinigkeit, der ist es. Der hat sich mal gerade mitgedreht, das ist verdächtig. Ja, wir haben jetzt hier die Mutas, gehen rein in die Mavis, die wollen jetzt hier an die Dropships ran, kommen auch an die Dropships ran. Haben noch nicht ausgeladen, somit Dropship 1 wird gefuckt, Dropship 1 ist down, aber trotzdem der Inhalt kommt raus. Somit die Mutas können sie hier keinen langen Fight leisten, ziehen sie zurück, sind angeschlagen. Können wir mal den Drop ein bisschen verzögern, nehmen ein Dropship raus. Also es kann nicht so viel Army verlagert werden, aber trotzdem, man sieht, die ganzen Goliaths sind drin. Und die Mutas hier suchen sich einen neuen Weg in die Mainbase. Nächstes Missile Turret ist ziemlich alleine. Goliaths sind nicht in der Nähe. Das heißt, hier hat tatsächlich jetzt Dash weiter Möglichkeiten anzugreifen. Währenddessen ist der Drop an Goliaths unterwegs, sucht über die Karte. Jetzt werden die Goliaths nach Hause beordert. Die Mutas haben eigentlich gerade ihren Spaß mit den ganzen Missile Turrets. Haben inzwischen die Natural freigeräumt. Das heißt, jetzt kann es mal in die SCVs gehen. Da regnet es Schaden runter. Und es sind eben viele Mutas. Das heißt, da geht auch der Schaden mit raus. Damit sterben jetzt hier massiv viele SCVs. Die Dropships sind eben nicht mit dabei mit den ganzen Goliaths. Goliaths laufen hier einfach über die Karte. Ganz fröhlich und einsam. Und die Mutas haben jetzt hier richtige Spaß. Jetzt kommt die Unterstützung. Jetzt kommt einmal ein Dropship. 2 Dropships, 3 Dropships, volle Goliaths. Und da waren die Mutas disabled. Man sieht, wie low die alle sind. Alle sehr im dunklen Bereich hier. Sehr viel Schaden genommen. Trotzdem werden rausgezogen und überleben alle. Und es gibt einfach weiter massiv Mutas. Also hier tatsächlich. Dash weiter geht all in auf Mutas. Pumpt das so viele davon. Hat schon quasi 2 Kontrollgruppen ready damit. Die Basis steht, aber meint noch nicht wirklich. Also gerade. Kann als Production genutzt werden, aber auch nicht wirklich zwingend erforderlich. Goliaths jagen hier nochmal einzelnen Overlord. Trotzdem, die Mutamasse, die ist schon stark. Es werden einfach mehr und mehr Mutas. Es wird konstant Gas gesammelt, konstant hier viele Mutalisten gebaut. Und die wollen weiteres mal in die Mainbase. Das ist ein neues Missile dort, aber ein Missile dort reicht jetzt bei weitem nicht. Ein paar Goliaths werden jetzt hier geschnappt, die komplett offen auf der Karte sind. Da nimmt sich jetzt hier doch immerhin mal Dash weiter einige Einheiten raus seines Gegners. Hat allerdings jetzt hier auch, man hat gehört, der Todessound eines Mutas. Da ist ein Muta verstorben. Weil es kommt eigentlich hier die Schnelleinsatztruppe. Die Dropships geladen immer noch mit den ganzen Goliaths hier. Ein Missile dort sofort gesniped. Das Missile dort wird auch nicht fertig werden. Die Armory hat schon einiges an Schaden genommen.
über die ganze Sache. Und jetzt hier, da kommen die Raumjäger mit dazu. Jetzt gibt es hier richtig dicke Anti-Air, getarnte Anti-Air-Antibooters haben keinen Overlord mit dabei. Und hört einen Massensterben an Mutalisken. Es ist hier nur noch eine Kontrollgruppe übrigens. Das waren davor noch wesentlich mehr. Und es wird jetzt hier auch hart gecountet. Es kommen die Valkyren mit dazu. Es kommt plus ein Ship-Weapons mit dazu. Valkyren natürlich machen Splash-Damage, schießen richtig schnell. Und die Mutas werden einfach nur zerfetzt vom Valkyren-Damage. Heißt, das wird jetzt hier gleich richtig, richtig gefährlich für den Zerg. Er versucht trotzdem plus 1 Fly-Attacks mitzunehmen. Droned nochmal hoch, nicht sicher, wo die Drones entstehen. Ich glaube, hier unten teilt er worden zumindest. Und wir haben jetzt hier die Goliaths, legen sie ihn weiteres Mal mit Mutas an. Aber Mutas sollten hier genügend sein, um die Goliaths besiegen zu können. Ja, es sollte reichen. Es gibt trotzdem ein paar Verluste. Auch bei den Mutas hier. Es ist noch kein Upgrade mit drauf. Doch, es ist plus 1 tatsächlich schon mit drauf. Das entging mir leider. Wenn das dann wieder drüben. Okay, der eine Marine steht hier noch rum. Die Basis hier ist nochmal fröhlich am meinen, wurde noch nicht gescoutet, lustigerweise. Der Terraner scoutet jede Basis ab, nur nicht die in der Ecke, wo eigentlich die Basis rumhängt. Also das macht momentan der Schreiter gut. Mit der Basis kommt er momentan einfach so davon. Es gibt ein Queen's Nest, das heißt auch natürlich Greater Spire ist nicht allzu weit weg. Mit Guardians und Devourern. Devourern. Tolles Wort. Mit Vernichtern, wie es in deutschen Fassungen so schön heißen, kann man ein bisschen eher gegen diese Army kämpfen, weil die Army klumpt. Und Vernichter, Devourer sind strikte Anti-Air-Units, machen ihre Sporen mit drauf. Und die Sporen sorgen dafür, dass jede Einheit, die von Sporen besetzt ist, nochmal einen Attack reinkriegt, nimmt 10% mehr Schaden pro Stack, den man an Sporen drauf hat. Und das stackt richtig krass hoch und auch richtig schnell. Also wenn man ein paar davon hat, kann man eventuell diesen Fight schon nehmen. Und mit Guardians eben dann gegen die Goliaths. Das Problem ist, die Terran Army, die hat die Schnauze voll. Die ist ziemlich dick mit 134 Supply, die möchte mal los sein. Das ist ein Dashwalter. Er hat immer noch sehr viel Gas auf der Bank, ihm fehlt es an Mineralien. Versucht gerade alles an Einheiten irgendwie zu bauen. Geht auch gerade auf den Hive-Tag, da kommt mein Vorsichtsscan auf die nächste Basis. Und jetzt kommt der Move-Out hier mit den ganzen... Alter, das ist halt ein kompletter Stack an Wraith. Die man hat auch richtig dick Damage auf Anti-Air. Wenn das nicht hier ist, sind Hydras mitgeladen. Es wird hier gleich ein Aufeinandertreffen geben zwischen den beiden Armies. Die paar Scourge werden nochmal die Vorwarnung sein wirken. Oh Gott, da kommt gleich richtig viel auf uns zu. Vielleicht werden hier die Dropships erledigt, das wäre nochmal ganz nett. Aber nein, die Scourge werden rauskommen, bevor irgendwas passiert. Die Mutas, ja, haben sich das kurz angesehen, dachten sich, wollen wir hier wirklich engagen? Wollen wir wirklich draufrennen? Das sieht alles nicht so elegant aus. Das ist einfach so viel gerade an Terraner Anti-Air. Man sieht sie auch, die ganzen Wraith jagen jetzt aktiv die Mutas. Wir gehen auf die Mutas, man sieht die Mutas einfach nur... Wie sie zerplatzen! Wie sie zerstört werden! Ich bin mir nicht mehr sicher, ob beim Terraner große Einheiten gestorben sind, aber auf jeden Fall, Mutas sind keine mehr da, die Hydras werden auseinandergenommen von den Goliaths, es sind nur noch Wraith in der Luft. Das war's hier für den Zerg, also da kann Dash weiter niemals wieder zurückkommen, lief jetzt hier einfach das Game. Junge, 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 der Hardcounter, hä? Huh? Was die Valkyren und Wraith an Damage an den Mutas gemacht haben, das war halt... Jo. Die waren da und dann fort. Das hat überhaupt nicht lange gedauert. 3-2 Mech Army auch hier plus 1 Attack auf den Flyer und ja, Days mit richtig, richtig krass defensiven Style. Da muss ich dazu sagen, natürlich war Dash Rider schon vom Opening her hinten. Er hat versucht aggressiv zu eröffnen, wurde eigentlich komplett gescoutet von der ersten Barracks. Heißt, der Terraner hatte genau die Defense ready. Man hat es ja gesehen, die Panzer waren an der, konnten schön die Küste absichern, genauso wie die Missile Turrets. Und da war einfach wenig möglich. Auch die Follow-Up-Drops haben wenig erreicht. Die Expansions dann von den Zergs vom Zerg waren sehr, sehr spät. Die Economy war sehr, sehr schlecht. Und ab da, der Terran hat das gut weiterverteidigt. Einfach seine dritte Basis mit dazu genommen. Auch die dritte Basis zuerst sehr, sehr eingeigelt. Man sieht hier immer noch das Building Placement und die ganzen Missile Turrets, die herumstehen. Also da wurde wirklich sehr, sehr viel auf die Verteidigung geachtet. Und das war in dem Fall, ja, sehr, sehr schön für Days, weil eben der Schweiter sehr aggressiv spielen wollte und damit überhaupt keinen Erfolg hatte. Ja, das war Replaycast Nummer 114 mit einem Sieg für den schwedischen Terran. Denke ich, werde versuchen nochmal ein Spiel von der Schweiter zu machen. Von dem habe ich jetzt keine Ahnung, wie viele Replays schon durchgeklickt und alle waren broken. War bisher kein so tolles Erlebnis, bis ich eins mal gefunden habe, das funktioniert hat. Aber ich begebe mich weiter auf die Suche. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.